Wenn man über Syrien redet und die Geschichte der Militärintervention in Syrien, dann muss man, alles hängt mit allem zusammen, reden auch von der CIA. Die CIA ist die amerikanische Spionagezentrale, wenn man so will. Es gibt natürlich noch andere Spionageinstitutionen, Einrichtungen in den USA, aber die CIA ist für die Auslandsaufklärung entscheidend, hat eine lange Geschichte. Und klar, es ist eine Spionageeinheit, die alle Länder der Welt haben so etwas. Die wenigsten wissen aber, dass die CIA keineswegs alleine gegründet worden ist, 1947, in der Absicht, Informationen zu sammeln, also sprich zu spionieren, sondern die CIA sind auch gegründet worden, um verdeckte Operationen zum Sturz von Regierungen durchzuführen, die amerikanischen Interessen zuwiderhandeln. Und die Liste darüber ist sehr lang, der Intervention. Es gibt eigentlich kaum einen Kontinent jenseits der Antarktis und von Australien, wo die USA nicht mitgewirkt hätten, politische Veränderungen herbeizuführen in ihrem Sinne. Das gilt ausdrücklich auch für Europa. Darauf möchte ich im Einzelnen aber jetzt nicht eingehen, das würde den Rahmen sprengen. Aber es ist wichtig, darauf zu verweisen, dass als Folge dieser offenen oder verdeckten militärischen Operationen der CIA in verschiedenen Teilen der Welt hunderttausende Menschen ums Leben gekommen sind. Und das ist den wenigsten bewusst. Wir haben natürlich vor Augen, dass die Herrschaft etwa von Stalin oder Mao verheerende Konsequenzen hatte für die Menschen im Einflussbereich dieser Machthaber. Aber wir sind uns nicht darüber im Klaren, was für Folgen amerikanische Militärintervention zum Zwecke des Regimewechsels anderswo auf der Welt mit sich gebracht haben. Die Exzesse amerikanischer Machtpolitik sind übrigens hinlänglich dokumentiert. Die Quellen kann man finden in meinem Buch, die den Sturm ernten, und werden sie angegeben. Ich möchte nur kursiv darauf verweisen, dass die endemische Bandengewalt etwa im heutigen Zentralamerika, der Putsch gegen Chiles Präsidenten Allende 1973, der Aufstieg Pol Pots in Kambodscha in den 1970er Jahren, der Staatszerfall im Kongo oder die iranische Revolution 1979, alle diese Entwicklungen, diese Bewegungen sind nicht zu verstehen ohne amerikanische und konkret CIA-Intervention in den betreffenden Ländern, in diesen Regionen, um die es da jeweils geht. Und Syrien reiht sich ein in diese Chronik. Syrien ist das erste Land, in dem die CIA überhaupt einen Militärputsch durchgeführt hat, nämlich bereits im Jahr 1949. Und die Folgen dieses Putsches von 1949 und weiterer versuchter Militärputsche in den Jahren 1956 und 1957 setzen sich fort bis in die Gegenwart. Wenn man sich zum Beispiel die Frage stellt, woher kommt es eigentlich, dass Syrien so eng liiert ist mit Moskau, dann lautet die Antwort, es geht zurück ins Jahr 1949. Denn als die syrischen Machthaber merkten, dass die Amerikaner hinter ihnen her sind, haben sie natürlich sich irgendwann überlegt, was können wir tun, um uns dagegen zu schützen. Und damals war die Welt vergleichsweise bipolar. Es gab die Amerikaner, es gab die Sowjets. Und wenn die Amerikaner versuchen, einen wegzuputschen, dann wendet man sich natürlich dahin, wo dann freundlicherweise die Regierung in Moskau gerne bereit war, den Syrern unter die Arme zu greifen. Und so kam es, dass also diese enge Beziehung, die 1949 ihren Anfang nahm, bis in die Gegenwart sich fortsetzt. Und auch die engen Beziehungen zwischen Syrien und dem Iran hängen natürlich eng zusammen mit der Vorgeschichte vor dem Sturz des Schahs 1979, als der dann gestürzt wurde. Engste Beziehungen hatte er zu den USA und Israel. Da hat die iranische Revolution natürlich in diesen beiden langjährigen Förderern der Schah-Diktatur den großen bzw. den kleinen Satan gesehen. Und es lag auf der Hand, dass die vermeintlichen Gegner der USA und Israels, in diesem Falle auch Syrien, dann zum Schulterschluss bereit waren mit dem Iran.